Once upon a time, in a deep and ancient forest, there lived a pair of crafty goblins. Vielleicht sind es auch drei. Klein und ich. Ja, wir sind zurück. Goblins did everything together. Zum Kapitel 2 von Tell Me Why. When darkness overwhelmed the big wooden house in which they lived. Und hören uns die Geschichte der kleinen Kobolde an. Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. Later, they were finally reunited, and together they decided to confront the darkness in the big wooden house. Ja, so war das. Nicht ganz so bunt. Though they sought the help of their friends in the forest, they found that no one wanted to delve into the long gone past. Ja, mit dem sind wir in das Zimmer der Mutter reingekommen. This is how the goblins found themselves alone in the woods. Trying to discover why darkness had submerged the big wooden house. Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat then. You be sure to wear your hat. All right, who wants ice cream? Me! Was ist das denn, Pistazie? Oder einfach nur Chemie? Without a word. She went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone. And with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman. Alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure. And her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. I love you too. Haben wir noch bessere Zeiten? Sleep well and dream. Aber das ist eine Traumsequenz. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall viel Videosequenzen direkt zu Beginn. Also ich durfte noch nicht einmal was mit dem Ding hier machen. War nicht schlimm, aber wundert mich. Jetzt auch nicht so, dass in der ersten Episode so wahnsinnig viel passiert wäre, die jetzt irgendwie zusammengefasst oder aufgearbeitet werden müsste. Der kann einmal Kleister. Schön. Kurz vorher gab es noch die Situation mit Ich liebe dich, Mom. Das passt gar nicht zu den sonstigen Erzählungen bisher. Ich meine, gut, Olli bzw. Tyler hat da ja auch einiges jetzt mittlerweile verdrängt und anders aufgebaut. Hat Allison die Mutter umgebracht und nicht Tyler. Das haben wir schon in der letzten Episode gesehen. Wir haben auch gesehen, dass in den Schatten
ein Fiesewicht das Ganze beobachtet hat. Vielleicht werfen wir jetzt auch nochmal einen Blick auf diesen. Vielleicht da hinten rum. Nee. I killed Mom. I killed her. Kapitel 2: Familiengeheimnisse. Szenerien hier hat Don't Not ganz gut drauf, musikalisch und auch von der Inszenierung her. Das machen wir schon wirklich ganz nett. Natürlich ist es jetzt grafisch nicht so das umwerfendste Spiel auf diesem Planeten, aber das ist schon schick gemacht. Ja, das Buch haben sie auch in der letzten Episode bei der verstorbenen Mutter im Zimmer gefunden. Hey. Verstorbene Mutter. You doing all right? Der Mutter, die sie getötet haben. I thought coming here would be closing a chapter of our lives, you know? And instead we've spun off a whole miserable prequel trilogy. Das ist immer so. Siehe Star Wars, siehe Hobbit. Oder Herr der Ringe. Okay. No. We're not letting ourselves do this again. Come on. Up. Mind-numbing labor's a great way to forget your troubles. Can't we just have coffee instead? No. On your feet, soldier. Let's take a break from packing and sort out the furniture. If we get enough done, I'll drive you into town and buy you a gallon of ice cream. Huh. Mint chocolate chip, 2 gallons. Let's do this. So, das sieht doch nach einer Ausforderung auf. Dollar sign is donator cell and trash can as well. Ein Tisch. Wobbly table and wobbly chairs. Ah, okay, den Tisch behalten, Müll verkaufen. A nice tablecloth could hide the stains. A tablecloth? Ooh, fancy lady. Okay.
Okay, man muss wirklich okay, darüber überlegen, ob das oh. rüberkommt oder nicht. Müll oder behalten, was haben wir hier noch? Der Kühlschrank. Hm, da drin ist noch eine Salami. Behalten oder verkaufen? You hungry? We have wir haben noch Ketchup. A whole lot of nothing. Oh, I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches. Ugh, why'd you have to remind me of that? I don't know how you ate that stuff. Says the guy who used to eat peanut butter with ranch. So, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken. So good. Wo ist das denn? Ich muss erstmal wieder schauen, was ich hier machen muss. Bin gerade gar nicht mehr sicher. Jetzt gedacht, dass es tatsächlich im Kühlschrank wäre, aber. Wenn ich Nachnotiz anbringe, wo kann ich denn nochmal sehen, was ich hier machen muss? So, guck mal. Ich geh jetzt mal weg hier. Irgendwo müssen doch jetzt die Erinnerungskiddies sein. Da! Zack. Das ist immer nicht ganz so einfach zu finden. Was ist das? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, delicious indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Stinky Pants Sam! Come on now. Sam got that smell getting a skunk. In Amanda. Be nice. A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is. She just went hunting for food. Der besoffene Sam, den haben wir doch auch schon in der ersten Folge kennengelernt. Nudge to get her on her way. Sam Kansky, hero of skunk kind. I remember being super impressed by him, and it made me want to be a wild animal superhero too. So gehen natürlich Menschen aneinander vorbei. Genauso, was haben wir da? Allison. I asked you to clean up the coffee table 3 times already. Yeah, oops, gleich. I forgot. Okay, hier gibt's Rezepte. Okay, der Herd, der sieht mir ancient so aus, als appliances. Ob der... You are staying here. Oh, ich wollte gerade sagen, oh, der könnte weg. That oven looks in okay Na dann, shape. No lass mir ihn doch. We are not moving the oven. Damit. What to do with this? Behalten. Nein! Ich hab mich wieder vertan. Damp house for 10 years. Wo no one Y und X sind. Runterschauen, guck mal. Was haben wir denn da? Hm. Popel. What's Kaugummis. This doing down here? Is that gum? Ugh. I guess that was probably me. Peter? Die Kobolde waren hier. So, so. Willst du was erzählen, Bruder? So, da sind Bilder. Die können wir alle wegschmeißen. Fotos gehören in keinen guten Haushalt. Finally time to take these pictures down. Yeah. Still deciding what to do with them. Genau, das sind doch auch schöne Erinnerungen. I mean, most of them are pretty happy memories. I guess. You look cute here. That's not me. I mean, it is, but... But not really. I get it. It's just weird. Seeing myself like that again. Damn. Didn't think a picture could throw me like this anymore. I'm sorry. That sounds really rough. Yeah, I mean, don't get me wrong. I'm like 1,000 times better, but I've got a ways to go before I'm comfortable taking my shirt off. Okay. Which is why I'm scheduling my top surgery as soon as we sell this house. No more putting a binder on every morning. God, that sounds fucking amazing. Yeah, totally. So, komm jetzt hier Just wieder so raus. You know, I'll be there to help out when you do. Whatever you need. Thanks. Bitte. All right. What's your verdict, Ronan? You know what? I'll keep a few. To remind us how far we've come. Ach, da unten ist auch noch eins, was ich mir noch angucken muss.
Ganze Zeit nicht gesehen. Oh, man. Das ist auf Absicht. I love this one. Why do I look so pissed? I remember loving this. Maybe because Marianne was sticking a camera in your face? Okay, was müssen wir noch? Was ist das hier unten? Oh Gott, wo ist jetzt schon wieder was hier? Das A. Da. There is the A. Smile, like Allison. Hold up your fish. It's not my fish anymore. Allison stole it. Da nicht hingehen, weil er da steht. Doch geil, dass die beiden sich ständig behindern. Nee, gut. My sister, the fish thief. You were just being bratty. Ugh, gross stain is gross. What happened? Some unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties. Noch mehr? I hid the stain with my toys, forgetting that they would eventually be picked up. Brilliant move, Ronan. I was so afraid that Marianne would ground me for the rest of my life. So Marianne, take your time. He's not gonna jump up and do the cha-cha. What about me? I want to clean the fish too. It's not even your fish. You didn't catch anything. Ugh. Only because you wouldn't stop talking and scared all the fish away. Keep your eyes on what you're doing. Allison. When we're done with this half, you can take over and do the other one. That sound fair? Yes. Okay, die Fisch, Ellie. Right. I was kind of being a brat. Ich mir das nicht angucken. Will das nicht? Ah, putzen. All right. Ja, stimmt, ich hab's ja versprochen. I'll clean it up. Thanks. While you do that, putzen ist wahrscheinlich einfach die Dinger in die Hand nehmen. Ja, ich putz mal die Flasche weg. Ja, will ich. Warum auch immer. Ich will ihn behalten. Yeah. Is that okay? Ja, sure. Putz mal das Papier da weg. Planning on bringing furniture to Denali. So putze ich zu Hause auch mal. Das hat schon jede Menge Ärger eingebracht. How very non-committal of you. All right, I'll keep it. Ey, sowas hatte ich früher auch. Are you? I really like that armchair. It'll look sharp next to your tree stump nightstand. I'll be the most stylish mountain man ever. But I was actually thinking it should go in your library. Library? We may not even have a living room. I have faith in you. Will ich noch irgendwas nehmen? Maybe it'll be salvageable with a deep clean? Ja, wenn sie so putzt wie gerade den Tisch. Ey, kann ich hier noch irgendwas machen? Ich komme hier nicht mehr weg. Muss ich jetzt wirklich das Ding die ganze Zeit in die Hand nehmen? And finally. I hate to say it, but the couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Well, then that's irgendwann it. Dreht der Bruder auch vielleicht durch und relieved from your duties. Guess you are. Having fun, are we? Mhm. This is getting utterly ridiculous. Ich dachte, er bringt die gleich um. Hey Allison, come take a break with me. Alles klar. Wenn ich jetzt vom Tisch hier aufstehen kann, oder muss ich den noch weiter putzen? Ey, das gibt's doch gar nicht. Endlich. Noch was? Ah. Starting the fire again? Yeah, I'm gonna boil some water. You want something to drink? Kaffee? Nee, dann nehme lieber einen Tee. Earl Grey or chai? Your call. I'm fixing myself a good old cup of joe. Ah, a nice pot of wakey-wakey juice. Papa needs his rocket fuel. I am so glad Eddie came through on the caffeine. Shh, did you hear that? The Ice King is sending us a warning. Your punishment, said the Ice King. You shall be banished from the forest. And if
if you dare come back before the new moon. You shall feel my anger in your gut! Hear it in the wind! Whoosh! Huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? Of course, love. I still think my dark and twisty version was better. We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was full of extra drawings and incomplete stories. Think they're all still in the kitchen drawer? We should go take a look. Na, mach mal auf, das Ding. Juhu, da ist es. Come check this out. Allison's first drafts. Right. Because I didn't contribute at all. Come on. Kann nicht jeder mal. I know you did. I can't believe she kept all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough. You know how we thought of ourselves as the goblins? Did you ever get the sense that maybe Marianne was the princess in the stories? Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum. And she was all alone in the woods, in this house. Man könnte es vermuten, dass sie das dachte, vielleicht. She was. Nicht ganz sicher, aber alone, so ein bisschen. But with a few friends who helped her along the way. What are you doing? Research. So, if Marianne was the princess, then who were all the rest? And Buch der Kobolde. Müssen wir jetzt wieder reingucken, ne? Here we go. Oh, come on. Humor me. Ah, okay. Da müssen wir mal die Vergleichsgeschichten finden. Okay, ein Elch beim Angeln. Was haben wir denn hier so? Ja, der Elch angelt. Der Elch angelt, das ist dann der Eddie. Welcher war das? Der in der Mitte, ne? Der angelnde Elch, okay. Dann. Ja gut, dann ist der Bär der schon und das ist die Pelikan-Dame. Ist jetzt gar nicht so schwer, würde ich sagen. Nee, ich wollte das nicht ansehen. Really didn't do him justice. Ich wollte das tauschen. Doch, die beiden sollen getauscht werden, genau. Das muss schon gewesen sein, oder? Ne? Aber das da rechts ist doch Sam, oder nicht? Oder kann ich jetzt nochmal was machen? Ich kann nur nochmal da tauschen. Muss ich die beiden tauschen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so rum ist. Jetzt? Nee. Falsche Taste. Alles klar. Der Angelheino. Die Pelikan-Dame, die immer großzügig ist. Feuer macht und sowas. Ja, also ich würde sagen, ich bin fertig. Was muss ich noch machen? Die steht doch da links, oder nicht? Muss ich die so benennen, wenn ich mir die ansehe? Pelican. She was the most generous one. Yeah, but there was always a catch. Ich kann damit nichts machen jetzt, außer dass ich mir die anschaue. Das ist der Angelheino. Den habe ich mir schon angeguckt. Und das ist der Bär. The bear was the most helpful one. He was always around. Stalking her? What? No. I mean, he was kinda always there. Ja, das war Sam. Ah, okay. Tyler zeigt so. I think I'm done. You sure? So läuft das. Definitiv.
How do you like them apples? You know, I think you might be onto something. What about these guys? I don't see them being real-life people, or this one. The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Was Fieses. Das ist das Ding. Okay, also das ist das Ding, was sie beobachtet hat. Ja. You better hurry, or the Mad Hunter will catch us! Der wilde Jäger. This way. What's going on? I don't know. Is he here? Is he really here? I'm scared. Wait. Go back to the forest. Gänsehaut. I forgot about that. We'd been pretending he was there. And then suddenly he was. That was the only time that happened, right? Allison? Wait. It felt way too real. It was... us. Pushing our imagination way too far. Great. Oh. Sam Kinski, Grandmaster, bad timing. We're not done with this conversation. Überhaupt eine Bühne gegeben. Das ist Sam. Morning, besoffen. Sam. Ja. Ahoy, Goblins. I ran into Chief Brown, who said you were starting the cleanup on the house this morning, so, I kind of figured you might need some supplies. That's... thank you. That was very thoughtful. Oh, also got something for you, Tyler. Ihr Messer. Every man needs a good knife. There you are. Thanks, Sam. Good. Good. Yeah. Damit kannst du die Haare schneiden. Oh, and before I forget, for the lady of the house. It was your mom's favorite recipe. Still make it darn near every week. Hier, ich hab den leckeren Barsch gefangen. Thanks. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh yeah, the fuse box is busted. Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? I can take care of it. Oh, I don't doubt you can. But, I've been kicking this thing back to life for the last 20-some years. I'll give you a hand. All right. Box is in the barn. Follow me. We'll be right behind you. Well, I guess old bears can learn new tricks. Yep. Come on. Let's go get our electricity back on. Mhm. Macht man das am besten? Hier in der Hütte. Wie? Uff. Ja, scheinbar nicht. Wo muss ich denn hin? So, how's school? I graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies, huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. Was mit dem Sicherungskasten? Das wollen wir haben. What happened to the fuse box? Oh, I forgot to put it back together after I fixed one of the fuses that kept snapping. Turns out a circuit was a little worse for the wear. I soldered it back on the spot. Just the way your mama would have wanted. Made her happy when things could be fixed instead of thrown out. Anyways... let me find that darn key. Egal, lass mir den Schlüssel bei ihm. Just open the door. And give us our keys. All of them. Well, I, figured I might still need to do some maintenance, so, Nope. We're good.
Thank you. Deswegen mir hätte er jetzt die Schlüssel behalten können. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, dass er hat. Taking care of this place? You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little... Hey, mach das schon mal nach. Da. Damn it. Erfolgt? No, shit. All right. Fuses go into plugs. Should be easy enough. What? Ich hab drei Sicherungen. Ja, okay. Ach so, steht da irgendwo ein Plan drauf, was hier wohin muss oder wie? Gucken wir mal. Lesen. Es ist nur, dass sie benutzt werden müssen. Aber wir haben einmal 30, 20 und 15 Ampere. Mary Ann, ich habe mich um die eine Elektrik gekümmert. Ich muss los, aber falls du es dir ansehen magst, pass auf, dass du die Schaltkreise nicht überlastest. Benutze 15 Ampere Sicherung für die Garage. Für das Haus Sicherung bis insgesamt 120 Ampere. Jetzt bin ich ziemlich stolz, weil ich ausnahmsweise auf die richtige Farbkodierung geachtet habe. Jede Sicherung sollte ein Kabel in der richtigen Farbe haben. Okay, 15 Ampere für die Garage. 15 Ampere für die Garage, das sind die unten, wenn ich das hier richtig sehe. Garage, okay. Ja, sure. Thank you. Oh, shit. Oh. What happened? You okay? Yeah, it's just, Ist aber die Sache, ich habe ja gar nicht genug für hier oben. Wrecked it playing ball. Ball? Football? In college? High school. Best damn fullback around. Ach so, ich habe mehr als drei. Wie viel fürs Haus insgesamt? Was stand da? Ist insgesamt 120 Ampere. Da kann ja 4x30 reinknallen, sind ja 120. Na, ah! Da rein da. Zack, so, jetzt oben. Let's try this one. Hm. 60? Problem must be the latch. No shit. It's covered in rust. Nothing a little salt and lime can't fix. Salt and lime? It's a door latch. Not a... Wait, that's not right. You sure you don't need okay, to... das hey, I'm moving at my own pace. I need to know this stuff. All right. Women. Don't do that. Kann ich nichts mehr angucken hier? Did you read the note next to the box? So, jetzt haben wir her nochmal. Bis Haus innen drin. Das heißt, für Lights muss ich weniger nehmen, oder was? Check's voll nicht. Generator. Also Garage ist. Here, hold this. I want to get a look at the spindle. Shouldn't we get this cleaned up before we put it back 20 Ampere reinpacken. I just want to check something. Hey, Damn it. I guess I should try a higher. Tja, das läuft nicht so gut mit der Sicherung. Jetzt kann ich wieder erstmal nichts machen, ne? Das ist ja echt bescheuert. Ah, die Farbkodierung. Jetzt raff ich's. Jetzt raff ich's. Okay. Alles klar, okay. Sicherung entfernen. Hier kommt eine graue oder blaue rein. Also, hier müsste jetzt eine 30er. Nee. Was ist das da? 15 Ampere rein. Ja. So. Hier ist ein gelbes Kabel dran, also kommt da eine gelbe rein. Gelb war 30, ne? Nein, ah, fuck. Gelb ist nicht 30. Gelb ist nicht 30. 20 ist 30. 20 ist gelb. So. Nein, das jetzt. 20 ist gelb. Das heißt, hier unten muss auch eine gelbe rein. That stuff's a hatchery for mold. Teak is what you want. Hm? Seems good. Easy peasy. Hat ja nur ungefähr 75.000 Minuten gedauert. Wow, Allison, du bist ein Genie. Du kannst Sicherungen in einen Sicherungskasten schrauben. Oh, da fehlt eine Flinte. Die hat Mami wohl mit. Zum Wasser genommen. You damn fool.
Everything okay? You two look like you got this all in hand, so, Bye. What was that about? Okay, hier gibt's einiges zum Anschauen. Hier. Huh, look at this. I think this is where she made all her toys. She was so crafty. And she could draw and write and take pictures. She could have toilet paper tubes, rope, cardboard. I wonder what she planned to make. Also, all die interessanten Maybe Dinge. A car? Ooh, or a tank. Preda rep. What's that? Wolf pee. Ew, what? Do not spill it on your shoes. Ja, das klingt wirklich nach einer Geschichte. I sense a story. Well, if by story you mean using it at fireweed to get rid of some rats, and then spilling it on my only pair of shoes, then yes. Hey, it was not funny. Sure thing, B-boy. What are we gonna do with this wreck? Take it apart and sell the scrap? Die Mühe nicht wert wahrscheinlich, ne? It's been rotting in here for a decade. I don't think there's anything salvageable. I'll be the judge of that. Hey there, little buddy. If we end up living together, you should know my house has a no spiders rule. Well, in my house, we don't kill them. Ugh. Sie müssen ja auch nicht getötet werden, aber man kann sie ja rausgeleiten. Oh man, I'm gonna put together the sweetest toolbox ever. Muss ich hier drin jetzt noch irgendwas machen? Hier noch irgendwas, was ich mir noch nicht angeschaut habe? Glaub nicht, ne? Ach doch, da. Da oben ist sowas. Found Marianne's stash. Blueberry, blueberry. Those have definitely gone bad. As far as I'm concerned, they always were. Does canned food really expire? Sein, also Thunfisch, I mean, it's Marmelade, airtight, right? Sind das Gurken? Oder sind das Handgranaten, die in dem Glas sind? Wenn das Gurken sind, dann kann ja doch noch seine Gurken-Ketchup. Do you know who this is? Zeug, Ekel, Pampe fressen. What did you find? Do you know who that is? Yeah, that's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but never this one. Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. Can I? Careful, the glass is broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Was sehen die Schweine hier schon wieder? Muss die Erinnerung erstmal gehen. She said not to disturb her and Eddie. Ist doch nicht so einfach. Erstens sieht man die ganz beschissen und zweitens laufen die mega lahmarschig. We were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? Shh. Look. I had to make that call. Nicht zu schnell gegangen? What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. Over here, Allison. I had to make that call. I was just following the law. Oh yeah? And this little visit right here? What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here! Marianne. I said get out! Out! Mm-hmm. What?
She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Ja, gucken wir uns das nochmal an. Look. I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Please leave. Mary Ann, I'm sorry. Please just go. Das sieht irgendwie realistischer aus. How do we keep remembering the same thing so differently? It was a long time ago, and, well, memory's a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. Huh. Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Yeah, that was bullshit. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? No idea. I don't know. I have no idea. We shouldn't jump to any conclusions. Look, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne, even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? So, wo müssen wir uns jetzt wieder was angucken? Da. Lailas Erinnerung wählen. Ich glaube, dass also Allisons Erinnerung besser, dass sie traurig war. I know you were just doing your job, but I need you to go before you get in trouble. Please just get out of here. All right. Say Brown really felt bad about whatever he came out to tell her. It was still the day she attacked us. He still lied. Now what? We go and get a straight answer from him. Right now? Yes. I'll go get my car keys. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. Fuck the trash. Man. I can't believe Brown lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? Nicht nur sein größter Fan, sondern er ist wirklich rein gar kein Fan. Er geht immer davon aus, dass er was Schlechtes macht. But gloating about it is really not cool. It's Tina. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. Sec. Guess I'll just go stretch my legs then. Oh, mach das mal. No, just give me a sec. Okay, Tina, what's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Ich bekomme so ein bisschen Kontrolle wieder über die ganze Sache. Das heißt, ich darf jetzt hier rumlatschen. Oh, rumstehen. Da hinten zum Schild. Da ist ja zumindest irgendwas, was man sich dann angucken kann. We've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Komm hier, mach es. Do it. Yeah? Yep. Great. I'll set it all up and send you the details. Later, hon. Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice cold Black beers Creek when we Trail. Reached the tägliche Shuttles von Delos Crossing zum Beginn des Wanderwegs. Abfahrt 8 Uhr am Community Theater. Okay. Noch so. Was haben wir da? Are you looking to win out here, Tom? The Bears? Mehr gibt's hier nicht zu gucken an dem Brett, nö. Das war's.
Das Schlimme ist, mir wird gerade selbst total kalt, während ich hier durch den Schnee wandere. Das ist, ob eine richtig eisige Brise hier gerade durch den Gaming Room von SmackBoom pfeift. Unglaublich. Aber es sieht schick aus. Aber wenn man sich das so anguckt, und ich habe vor kurzem erst Last of Us 2 gespielt und dagegen sieht das hier aus wie Grütze, muss man dazu auch wirklich sagen. Aber nun gut. So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What'd she need? Ach, habe ich jetzt das Haus verkauft und habe nicht aufgepasst? We have an interested buyer. Tina's gonna show him the house day after tomorrow. Oh, great. Apparently he'd be paying cash, but he's just in town for a few days, so. Habe ich nicht aufgepasst. Vielleicht hätte ich auswählen sollen, dass wir es nicht machen wollen. I know. Look, we both need this money, and it'll take at least a few weeks, right? There's plenty of time to figure out all this Marianne stuff. It's fine. You did it. It's done. Let's move on. So, before Tina called, we were talking. Yeah? I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like it. He hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. I get it. You're always gonna side with him over me. Come on, that's not fair. Then why do you keep doing it? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. You seem pretty eager to ditch all those friends and family, Allison. Apparently a cash offer is all it takes. I'm ready to move on. But that doesn't mean I want to burn every bridge on my way out. Das kann ich nachvollziehen. Okay, komm, wir brechen das Eis ein bisschen. Her hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? Ich suche, you're way more attached to this place than you wenn die Erinnerung ist. So. Really want to live somewhere super secluded like this, alone in a cave, speaking for the trees? I do. Is it really that hard to imagine? I just don't think of you as a loner. You and I always did everything together. Well, you're way less terrible than other people. Wie? War auch nicht so ganz nett. So, jetzt könnt ihr wieder normal reden oder macht ihr es weiter über den Kopf? Ich kann nämlich nichts mehr machen, so wie es aussieht. Die Hände zum Schnee aufhalten. Aber ich glaube, das Schmollen der beiden gehört jetzt irgendwie dazu. Ja. Da ist eine Erinnerung! Now, you're the star, and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, okay, I won't do it again. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt? Nehmen wir mal das. Yeah. I can't believe we played it in public, though. You probably looked like tiny freaks shouting nonsense. Well, das ist nicht so ganz, was ich jetzt dachte, was damit that's why we were awesome. Gesagt wird. You never wished we fit in a little more? Not at all? No, not really. I mean, we had each other. Also das ist immer das Problematische an solchen Spielen. Ich habe gerade das Gefühl, ich spiele es nicht gut. Also ich habe das Gefühl, ich gebe nicht die Antworten, um die beiden wirklich vernünftig zusammenzuhalten. Ich meine, am Ende wird es sowieso wieder darauf hinauslaufen, dass alle Entscheidungen nicht so gravierend sind. Aber ich hätte gern jetzt ein bisschen harmonischer geantwortet. Ich bin ja immer etwas harmoniebedürftig. Es sei denn, es geht gegen Jörn und André.
Look at that. Nee, der geht weg. Fog's taken over the summit. Er will da nicht mehr gucken. Er haut ab. Perfect day for a spooky hike in the woods. I can't believe the old cannery is still in business. Plenty more fish in the sea. For now. Ist da nichts mehr? Ja, wir gehen jetzt wieder. So, I have to warn you. I'm not sure we're getting any answers. The artist really nailed this one. Dorian Key. Kinda rings a bell. Wasn't that the death metal kid Tessa used to tutor? Slightly older. Waschbär? Oh, yes. Oder ein Fuchs. I totally forgot about him. Wahrscheinlich ein Fuchs, oder? Sieht irgendwie strange aus. Auch lang gehen? Ja, runter gehen. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch, dass ich den Weg so abspalten kann. Kann ich hier unten irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mir da was ansehen. Remember that time both the bridges collapsed? Yeah. It was a week before they got the road. Wo bist du denn? Da hinten. And Sam had to bring us supplies with his boat. Felt like our house was on a deserted island. Oh, da ist noch ein, way colder. Ein ekelhaftes Holzvieh. Was ist denn für ein Lümmel? Du siehst mir auch glatt wie ein kleiner Hundor aus. God, I'd love to be able to make something like this. Come on, you're a great artist too. I'm nowhere near this level. You need to stop selling yourself short. Klein bisschen flotter könnten die ruhig gehen, meiner Meinung nach, aber... Will er hin? Ich dachte, wir gehen zum Auto. Was hey, machen wir? Look what I found. Ein Baum! Und zwei Steine! Ah. Aha! I knew it was still here. Tyler, schreibt mal aber nicht mit You claimed it as part of the Ronin Boiler. Kingdom. And it still is. All it needs is a little update. What are you doing? What I wanted to do back then, but I didn't have the guts. There, looking better already. You're right. Way better. Sieht's eher aus wie so ein okkultes Zeichen, aber von mir aus, dann ist es halt besser. So, what's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out, okay? Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. No, Tyler's aber auch nett. Hallo. Could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Kann ich mit ihm irgendwas machen gerade? Hi, Uncle. I'm gonna take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. He doesn't seem like he's in the best of moods. Momentan noch nichts machen, außer hier hinten rumrennen scheinbar. Es wäre voll geil, wenn die jetzt schreien, ey, was wollen sie hier? Weil ich gehe auch einfach hier rein. Tyler, you don't have to whisper. You're in my head. Right. Apparently Eddie's not in a great mood, so what we said outside goes double. Oh, hey. Hello, kids. He speaks. Hello, middle-aged How's Delos treating you so far? Your uncle said you two were gonna be knee-deep in trash. Okay. A few days? That's optimistic. It's been good to see Allison. She's been talking non-stop about you lately. I know she's happy to have you here.
Hey, been meaning to say. Alles Gespräch. Ich glaube, es ist nicht darauf ausgelegt, dass ich da stehe, wo ich gerade stehe, um mit der zu reden. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Pay's not great, but she gets to see the kids every day, so. Er hat ja gern mit denen gearbeitet. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summoned Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. I know exactly what you mean. I volunteer sometimes with the JCE. You give lectures about police work, lead group talks when I can. Was ist JCE? Ach komm, machen wir's, komm. JCE? You know, Juno Coalition for Equality. Oh. Oh. Wait, really? That's awesome. Yeah, and awesome. I don't mean to preach, but the kids in those groups, be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from and will fight for what they need. Anyways, okay. Sorry for the rant. Geht ich jetzt zu Ende hier? Super. Kann ich hier noch jemand machen? Nee. Gut. Ich könnte nochmal mit ihr reden, das machen wir jetzt aber nicht. Alles klar, wo ist denn jetzt... Okay. Allison hin, wahrscheinlich nach oben gegangen. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, was ich machen muss. Gibt's auf der Taste irgendwas? Nee, da kommst du nur in das Buch. Okay, ich kann nicht nochmal sehen, was sie gesagt hat. Ich hätte die Hoffnung, dass es irgendwo so einen Chatverlauf gibt. Ich spreche mal mit dem hier. Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? Oh, ich hab den richtigen genommen. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? That's Eddie. What's going on, you two? We had a few more questions about our mother. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. Hm. Oh, I hate when he's stubborn like that. So what now? Of course, Miss Torres. Kann selbst herausfinden, natürlich. Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash her file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait. You're not seriously thinking of breaking and entering a police archive. Wie komme ich da rein? Dr. Torres, you said your daughter was with you during the incident? Yes, she was. Quatschen wir mal kurz mit dem hier. Tyler Ronan. Good to see you again. Officer Grex! Der hat ein witziges Gesicht, finde ich. Der sieht aus wie ein Bluthund, wie einer, der so richtig in die Waden beißt. Boah, ich muss mir endlich merken, wo Y und X ist. Das ist unfassbar. Dieser Xbox-Controller macht mich einfach fertig. Halogenlicht und Essensgeruch finde ich super. We just can't get enough of the fluorescent lights and smell of old takeout. Oh, come on, it's not that bad. So is there anything I can help you with? Sollen wir mal fragen nach der Akte? You might actually. Is there any way we could see the file for our mother's case? Wahrscheinlich nicht. Well, you're legally allowed to look at anything that concerns you, so you could always file a request for access. So, we can see it? Of course. I can start the paperwork if you want. It's okay. We'll figure it out with Brown. Thanks. So, Tyler, Chief said you were a mentor over at Fireweed, huh? You ever think of joining the force? Greg's, he just got here. Yeah, I know, but we could use more people like him. Leute wie mich? People like me? Well, yeah, you know, people with natural authority. Are you really trying to recruit my brother? And why not? We're short-handed right now. And since you've shot down my offers, I figured I'd try the other Ronin kid. Wouldn't hurt to lower the average age around here, I guess. All right. Okay, dann gucken wir jetzt mal, wo... Keep all the case files right here. Jesus, you scared me. Sorry. Anyway, if Brown's not gonna be straight up with us, we should just read it for ourselves. Yeah. Alright. Holding Cell, okay, wo ist denn das Archiv? Oben wahrscheinlich, ne? Nee.
Da dürfen wir nicht rauf. Okay, dann ist dort nicht das Archiv. I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency. Lake water. You know, Mother Nature's juice cleanse. There's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. Should we just look around? Yeah. Okay. Act normal. Okay. Kommen wir hier lang da rein? There's no access to the first floor this way. We need to find another way up. All right. Incident report states. There's no access to the first floor this way. Ja, von wo denn dann? We need to find another way up. Mir jetzt hier echt die Bilder und was angucken. Ja, da sind sie. Ich find's ja immer witzig, wenn hier so Leute richtig reingeschnitten werden auf die Bilder. Das sind ja wahrscheinlich hier rechts oben irgendwelche von den Entwicklern von Dontnod. Also anders kann es ja gar nicht sein. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Haben wir hier. Ja, kann ich mir noch einen Plan hier angucken. Ich bin da. Ja. Und eine Treppe. Nee. Wenn man rausgeht, links ist auch noch eine. Okay. Gehen wir mal raus. Ja, noch rauchen, sag ich eigentlich. Ja, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder, so ist das. Yeah, ich habe fast I know. Ein Jahr geschafft. Habe ich schon aufgehört damit. Noch nicht ganz. 24. November ist es soweit. Da. Der Treppe kommen wir doch da rein. The other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait, really? Got a better idea? Ich bin schlechter Lügner. Okay, komm. Ich mach's. Not really. No. Right. Let's go. Gut, halt. Das bedeutet, ich muss wieder nach unten irgendeinen Kack machen. Einen Mülleimer anzünden. Kann ich das wirklich? Those garbage cans are like the opposite of bear proof. You know, it's actually really unhealthy for animals to eat our trash. Simmer down. We don't have time for a ranger rant. And I've got the wildlife channel too, you know. Dachte jetzt, ich könnte den anzünden. Sehe irgendwas, was ich machen kann, damit die rauskommen. Da, komm mal hier. Jetzt hier. Hey, which one's Brown's car? Why? I was thinking of letting a little air out of his tires. You know, in case we need to make a break for it. Haha. Okay, das darf ich nicht machen. Und ich jetzt nochmal, wenn ich es jetzt nochmal ansehe. Which one's Brown's car? Why? You can tell a lot about someone by the car they drive. Ah, the love language of car people. Das ist unser Auto. Ja, ich weiß gerade nicht so recht. Ich muss jetzt wieder rein und irgendwelche Faxen machen, scheinbar. Ich hätte gedacht, dass ich jetzt hier draußen was machen könnte, was die ablenkt, damit die rauskommen. Who's kooky enough to bike to work in sub-zero weather? That would be Vincenzi. He's got a bike for every season. Names him too. What's this one called? Duncan Rocket. Okay, hier schon mal nix. Was ist das Ablenkungsmanöver? Was kann ich hier machen? Noch irgendwas Besonderes zum Gucken? Auch nicht, ne? Ja. Muss ich erstmal gucken, was ich überhaupt machen kann. Hier ist nirgendwo
Irgendwas, was ich anwählen könnte? Da. Karte, aber da kann ich doch nichts machen, oder? Mal gucken wir uns das hier an. Oh Gott, das ist aber ein dicker Brief hier. Ja, das lese ich jetzt nicht alles. Das ist mir zu viel. So, fiese Bilder. Ich habe gerade gesehen, dass hier links noch was ist. Wahrscheinlich kann ich diesen Stapel hier umwerfen. That pile of paperwork. What about it? I could tip it over. Kind of messy, but I mean, sure. Okay, los geht's. Jesus, Tyler, what happened? Sorry, I wasn't looking where I was going. Just leave that there. Das ist immer am besten, wenn Leute bei solchen Dingen sagen, lass es einfach liegen. So, alles klar. Die ist raufgegangen, dann können wir ja jetzt auch rausgehen. Ja, dann gehe ich nur mal eine rauchen, wa? I'm in position. What now? Turn right when you exit the station and follow the side of the building. Ja, da war ich schon. Dadurch habe ich die Treppe doch, gefunden, habe dich da drauf gebracht, das zu machen. Ich muss noch mal eine rauchen. Mich hat keiner gesehen. So. Hier drin. Müssen wir erstmal die ganzen Sachen gucken. Was ist das hier? Armory. Waffen dürfen wir scheinbar nicht holen. Hier. Das ist doch nicht das Archiv, oder? Edward Brown. 38. Er ist 38? Youngest officer to ever join the DCPD. If Eddie catches us in here, there's no turning back now. Das ist wieder so ein Bild. Department budgets, but zero case files. Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. Looks like he's working with the office. Okay, Faxinformation, Jugendamt. Edward Brown, eidesstattliche Aussage Howards, Anmerkung gesendet von Dritt, erfolgreich zugestellt. Alles klar. Hm. Haben wir dann noch? Hier unten. You applied to a summer drama program back Miss in 2009. Allison Ronan, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für das Sommerprogramm Zeitgenössisches Drama der Akademie der Bildenden Künste an der Juno University zugelassen wurden. Wir freuen uns bereits darauf, mit einer so passionierten Kandidatin zu arbeiten und möchten Ihnen ganz herzlich gratulieren. Sie können sich über die Webseite anmelden, über die Sie sich beworben haben, und dort mehr über die für den Sommer geplanten Inhalte erfahren. Wir freuen uns drauf, Sie bald auf unserem Campus begrüßen zu können. Mit freundlichen Grüßen, Shannon Streep, Administratorin der Sommerprogramme. Ah, vielleicht ist das ja interessant. Why is Brown on a first name basis with the director of fire? Rechnungsabschluss kontoaktiven für den Zeitraum 1.1.12 bis 7.3.2012. You'll find and close the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. Aha. Ja, bitte lassen Sie die fälligen Zahlungen bis zum 25.03.2012 aufgrund der vorzeitigen Entlassung während Transaktion bis zum 7.03.2012 anteilsmäßig verrechnen. Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen bitte so bald wie möglich an die Finanzabteilung. Sehr geehrter Mr. Brown, beiliegend finden Sie die letzte Rechnung für den Bewohner Tyler Ronan. Die Fireweed-Administration dankt Ihnen für all Ihre Unterstützung in den letzten Jahren. Mit freundlichen Grüßen, William Emerson. Okay, also er hat für Tyler auch bezahlt die ganze Zeit. Aber das ist noch nicht das, was wir brauchen. You finding anything? No. Wir haben erstmal einen Computer. Huh. The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record. And not a short one. Why is he even in the running? Bewaffneter Raubüberfall. Schuldig. 6 Monate Haft. Aha. I don't think he has a choice. There's always a choice. Aha, okay.
unter ehrenhaften Bedingungen aus den Streitkräften der Vereinigten Staaten von Amerika. Hiermit wird bestätigt, dass Donald M. Mert, Private First Class, US Army, am 26. April 2012 unter ehrenhaften Bedingungen aus dem Dienst für die Vereinigten Staaten entlassen wurde. Nun gut, alles klar. Was haben wir da am Rechner? Seriously? You're gonna try to hack into his computer? We're here for... Whoa. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Mhm. Dann lesen wir es mal vor. Hi Chief, wegen der Nachfrage zum Ronin-Fall R68653. Die Akte wurde noch nicht digitalisiert, also kannst du die Originalpapiere zu anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden. Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt. Aber du kannst die digitalisierten Telefonate über den Appendix finden. Gib Bescheid, falls du noch etwas brauchst. Thomas Arbor, Delos Crossing Police Department. Ist das hier? Guten Morgen, Chief. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, ja. Donnerstag zum Abendessen einladen, alles klar, da brauchen wir jetzt nicht mehr so viel. Support Tom? He preferred staying neutral. So, Anti-Bullshit-Training. Guten Morgen alle miteinander. Bitte denken Sie daran, dass euer aller Anwesenheit am Mittwoch, dem 11. November um 13 Uhr erforderlich ist. Okay, ja gut, das ist jetzt nichts Wichtiges, würde ich mal behaupten. Okay. Stadtratssitzung. Nacho-Desaster, ist das hier? One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Ja. Wir müssen ins Archiv. Gucken wir uns noch hier den Shit an. Brown wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is. Does it? Ist nix. Da ist nix mehr. Haben wir hier noch? The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah. The community social. He volunteered to help. Since he pretty much knows everyone and wants... Ah, ich habe die falsche Taste gedrückt. Jetzt kann ich mir das nicht mehr angucken. Ah doch, jetzt wieder. Dann wissen wir, was auf diesem Brief da unten steht. So. Hey Eddie, anbei findest du deine Einladung für die jährliche Veranstaltung. Wie immer habe ich dir ein +1 bewilligt für den Fall, dass du es irgendwann doch nutzt. Alles Gute, Elliot. Das hier? Let's put the Veggies next to... Sitzplan, okay. Gut, okay. Dann suchen wir jetzt mal das Archiv. Kann ja eigentlich nur hier rum sein. Ja. Ja, okay. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. Okay. The keypad does this little tune. Dum da dee doo. Seriously? Go on, try. Okay, es sind ja ein paar abgedrückt, also 6. Ja, okay, das ist schon mal falsch, dann müssen wir 4 erst machen. Oder? Ja, okay. The first two seem to be right. Dam da de du. Dam da de du. Zack, wir kommen rein. Easy peasy. Das war wirklich einfach. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Nur ein klein bisschen suchen. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. What? Why do I have to be the one stuck okay, with muss alleine suchen. Because if anyone sees me, I'll have a better excuse. Alles klar, hier gibt's viel zu suchen. Was ist das erstmal? R68653. Look it up. R68653, okay. Okay, hier gibt's jemand mit. Egal, das scheint nicht interessant zu sein. Haben wir hier. Nope.
this one either. No. You gotcha. Nope. Well. R6A6. Not this one either. Da ist auch nicht dran, no, oder? That's not it. You finding anything? Auch nicht. Auch nicht. Können hier nach dem Jahr gucken? Auch nicht. Not this one either. Where's the damn box? Well, auch nicht. No, that's not it. Sag mal nochmal die Nummer. Nope. You finding anything? R6. Sag mal nochmal die Nummer. Just give me a minute. It's a mess in here. Come on, we need to hurry. Not this one either. Is sie denn? No, that's not it. Well? Wegen der Nummer. Sag die Nummer. Huh. What was that reference number again? 05R6. Okay. 05R6, bla bla bla. Ist doch hier in Yanks, wo bin ich blöd? Die habe ich noch nicht geguckt, ne, oder? Doch. Da. Nope. Wie nope? Not this one either. 05R6? Where's the damn box? You finding anything? Ach so, da sind noch mehr. Here we go. Ich habe eine 05 und R6 gesehen. So, chronologische Aufzeichnung. 22.35 Uhr von meinem Partner Officer Christian Holt über Unfall an der 12 Canary Road Dealers Crossing. Weiße Frau, identifiziert als Mary Ann Ronan, geboren 8.7.64, vom Pier in den See gefallen. Audioaufnahmen 36359 und 36360. Ich hoffe, er schreibt sich das selbst irgendwo auf. Brown. 22.58 Uhr. Holt und ich erreichen den Tatort. Briefing zum Vorfall durch Streifenpolizist Jackie Chan. Okay, 5622 Brown. 23.07 Uhr. Zeugin. Name der Minderjährigen geschwärzt. Ronan. Und Name der Minderjährigen geschwärzt. Ronan. Geboren 7.3.94. Zwillinge. Ausfindig gemacht. Kinder der Mary Ann Ronan. Zeugenbefragung nicht möglich, da beide unter Schock standen. Die Kinder wurden in die Obhut von Streifenpolizist Jackie Chan gegeben. 23.41 Uhr. Gerichtsmediziner Ermittler T. Dickens trifft am Tatort ein. Fingerabdrücke des Opfers genommen. Labortechniker O'Tully vor Ort. Fotografien des Tatorts angefertigt und nicht gemeldete Schrotflinte des Typs Wrestler 3121 sichergestellt. Munition vor Ort sichergestellt. Okay, dann müssen wir umdrehen. So far, nächstes Blatt. 0:23 Leichnam wurde an Gerichtsmediziner überführt. Tatort gesichert. 1:04 Kinder auf der Wache befragt. Es wurde ausgesagt, nachdem Ronans Haare durch Schwester A. Ronan habe kurz schneiden lassen, habe Mary Ann Ronan mit einer Waffe bedroht. Als Tyler Ronan vor ihr floh, habe Mary Ann Ronan Tyler an den Pier verfolgt. Ronan habe Mary Ann Ronan, die zu diesem Zeitpunkt das Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeuginnen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Tatort untersucht. Die von Ronan erwählte Schere konnte nicht gefunden werden. Fall an Staatsanwalt Cruz übertragen. Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Okay. Ja, das ist nur die erste Seite dann wieder. Das ist alles, was da drin steht. Ja, sie wissen jetzt halt nur, wie die Audioaufnahmen heißen, ne? Falls sie sich das notiert haben. Falls Tyler sich das notiert hat. Ich habe es nämlich nicht getan. So, und jetzt? Was willst du jetzt noch machen? There might be other references on the computer. Auf dem Computer, okay. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan? March 1st, 2005. Moment, lesen, okay.
In 20-Stunden-Bericht, Tötungsdelikt, Operation, okay, Autopsiebericht, persönliche Daten, Vorstrafenregister. Muss ich jetzt rausgehen dann wieder? References 05 R62 7676. R6276. R6276 ist nicht da. Da ist auch nicht 05R6276. Mein Gott. Wo sind die Lümmel denn? Was könnte es sein? Not this one either. Ich glaube, ich stelle mich echt tierisch dämlich gerade an. Ey, gibt's den nicht? No, that's not it. Ich klicke jetzt einfach jeden Scheiß gleich hier durch. Not this one either. Where's the damn box? Well. 05R62766. No, that's not it. Nope. You finding anything? Ja, ist es echt auch nicht? Nee. Not this one either. Aber hier gibt's doch sonst keine, die in dieses Raster passen. No, that's not it. Well. 05 R62 766 R62 766 R62 766. Die gibt's hier nicht. Oder ist das da drin? Ne. Ach, ich bin so doof. Ich muss da dann drauf gucken, was? Ne. Nee, nee, das ist auch nicht richtig. Doch. Okay. Ich habe nicht aufgepasst, irgendwie, keine Ahnung. Sektionsbefund. Obduktionsbericht. 42 tot bei Ankunft nach Ertrinken. Eine Stichwunde Lendenbereich, 2 Grad nach Angriff mit Schere durch Tochter. Schaumpilz im Mund und Nase, Hirnödem, Wassereinlagerung in Lunge, pulmonale Ödeme und Emphyseme. Blähbauch, 2 Grad Mageninhalt. Stichwunde 7,6 cm linker Lendenbereich, 2,5 cm über SIPS antemortem. Flüssigkeit in Nasennebenhöhlen plus Luftröhre, bilateraler Pleureagus. Pleuraergus, so Blutbild. Anzeichen von Einatmung von Süßwasser. Hämolyse diffus. Na niedrig, K plus hoch. Zusätzliche Faktoren, die nicht die direkte Todesursache waren. Tötung, okay, nicht feststellbar. Wäre auch ein Kreuz. Bei nicht natürlichen Ursachen. Wie wurde die Verletzung verursacht? Mit einer Schere. Anschließend fiel das Opfer in eiskaltes Seewasser. Wurde für einen oben bekannten Befund eine Operation durchgeführt? Nein. Okay. Organentnahme, nix. Technica, S. Silva, Autopsie beobachtet durch DCPD, Detective Eddie Brown. Keine Beweismittel geborgen. 15 cm lange Stichwunde, nicht tödlich. Okay, Tod durch Ertrinken. Überprüfung vor der Untersuchung durch stellvertretende Pathologen, Kennzeichen und Kleidung, Röntgenaufnahmen, medizinische Akte. Aha, der Rest hat keine Kreuze. Kreuze gibt's noch bei Herzblut. Hämoralblut, Urin, Standard Nummer 1, Blutbild, Alkohol. Analysen positiv. So, das war jetzt der Autopsiebericht. Was war das andere nochmal? Okay, Schlagwörter. Der Polizeibericht fehlt noch. Und der ist 05R61889. 05R61889. Das ist jetzt wieder was anderes, ne? Okay, I need to check out 05R61889. R61. 05R61. Das könnte es sein. There. Gut. Kriminalbericht. Berichtsinhalt: Tötungsdelikt. Opfer.
Name Mary Ann Ronan. Ethnizität weiß. Geschlecht weiblich, Größe 1,68, Gewicht 62 Kilogramm, Alter 41. Geburtsdatum 8. Juli 1964. Führerschein, die Nummer muss ich glaube ich nicht vorlesen. Fremdsprache keine. Beruf arbeitslos. Tatort 12 Canary Road, Dealers Crossing, AK. Datum und Uhrzeit des Vorfalls 1.3.2005, 22 Uhr. Meldung 22.29 Uhr. Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe. Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin diese in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst E. Brown und C. Holt. Beteiligte Person A1. Name des minderjährigen Geschwärts Ronan Weiss, 7.3.94. Adresse, ja, ist auch die Adresse. Noch eine Person mit derselben Adresse. Artikel Schrotflinte gefunden, mit einer Seriennummer, okay. Zugelassen auf Samuel A. Kensky, Marke Wrestler 3121, Modell 9mm mit Dunkelholz. Achso, wir können den Quark hier nochmal drehen. Oh, hier gibt's viel zu lesen. Und zwar Fallschilderung. Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Mary Ann Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte der Marke Wrestler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, 11 Jahre alt, die Garage, um seine Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es vor seiner Schwester erhalten hatte. Der Zeugenaussage von Ronan zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte, oh nein, hier kommt ein gefährliches Tier an. Hallo Hundor, na, du warst ja schon lange nicht mehr zu Besuch. Willst du mir bei diesem Fall helfen? Wirklich? Das ist ja sehr, sehr nett von dir. Gucken wir uns das weiter an. Da, lies mit. Und zwar floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr, nach wie vor bewaffnet auf dem Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie ein Ronan von Mary Ann bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendeten Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagen aus, dass Mary Ann Ronan zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und in den See gefallen sei. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Christian Hall, Dienstnummer 55899, des Delos Crossing Police Departments einen Anruf von Blablabla Ronan, in dem der Fall geschildert wurde. Streifenpolizist Jackie Chan, Dienstnummer 5622, wurde an den Tatort entsandt. Chan riegelte den Tatort ab, eröffnete ein Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in ihren Aussagen. Benachrichtigung der Ermittler. Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Holt seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Okay. Jetzt Ermittlungen. Holt und Brown erreichen den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellen fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Wrestler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Kindern. So, ein Kind sagte aus, es habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe hinuntergelaufen, habe dort durch das Küchenfenster ihre Schwester und ihre Mutter Mary Ann am Pier gesehen. Was ist los, Honor? Pier gesehen. Blablabla Ronan habe versucht wegzulaufen, doch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen beider Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bringe dich um, stach dann bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Mary Ann verlor das Bewusstsein und fiel ins Wasser. Beweismittel. Gegenstand Nummer 1, Wrestler 21211, 9mm. Weitere Details finden sich im forensischen Bericht. Alles klar, Hundor, was ist los? Was ist denn los? Ja, ich zock hier gerade. Sei doch mit dabei, guck zu. Komm hier, leg dich hin. Hier, komm. Hier, komm. Shit. Eddie's coming up the stairs. Oh, Eddie kommt. Eddie. Ja, jetzt. Muss man so spielen. Was soll ich tun? Komm raus. Bin ja fertig, ne? I'm coming out. No, you're not. He'll see you. Bring ihn in sein Büro. Tell him you need to talk in his office. Ja, was kann ich jetzt noch machen? Nix mehr. Können wir nochmal wieder den Zettel angucken? So, Lindwurm. Wie sieht's aus, Hunor?
Muss ich noch irgendwas machen? Muss ich noch mehr Wörter hier eingeben? So. Ja, hab ich mir jetzt schon angeguckt. Da waren wir schon. Da brauche ich nicht mehr, oder? Brauche ich noch irgendwas? There might be other references on the computer. There might be other references on this computer. Gucken wir mal, was habe ich denn? Die habe ich mir aber beide schon angeguckt. Da gibt es noch einen. Vorfallsbericht. 205-201-546. Und nur, das wird ein bisschen unbequem gerade. 205, also 2005-201-5. Merken wir uns 205-2015. 205-2000, ne, das ist es nicht. Der könnte es sein. Okay, here it is. Ja, da ist es sogar, Lindwurm. Was sagst du dazu? Du kleine Hundornase. Okay, Dilos Crossing Police Department Vorfallsbericht. So, Art des Vorfalls Diebstahl. Startdatum 31.01.2005, Enddatum 31.01.2005. Datum Zeit der Meldung 1.02.05. Bericht bearbeitet von und bla bla bla. Ort des Vorfalls ist der Calm Boulevard, Dilos Crossing. Bestätigt von Eddie Brown. Art des Orts Geschäft, Ladendiebstahl. Beteiligte Person, Tessa Vecchi. Okay, machen wir mal weiter. Hat Mary Ann des Ladendiebstahls bezichtigt. Am 31.01.2005 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Vecchi geführte Geschäft Veni Vedi Vici. Ach nee, Veni Vedi Vecchi. Mrs. Vecchi gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Vecchi gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit über den Blick gehabt. Vecchi sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauchspiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Vecchi erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Vecchi gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hatte und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Vecchi bekräftigte, die Regale erst kurz zuvor aufgefüllt zu haben und dass an diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten hatte. Mrs. Vecchi sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Mrs. Vecchi gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Vecchi hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlungen irgendeiner Form ausgesetzt seien. Wow, das ist hart. Was hast du dazu, Hundo? Fällt dir auch nicht, ne? Okay. Muss ich mir jetzt noch mehr angucken? Achso, jetzt haben wir ja noch Mary Ann, Kinder der Ronans. Da gibt's wieder was. Und zwar ein Gerichtsbeschluss. Den finden wir in 05. Ja. In 05 R63.3. Sollen wir es uns angucken, Lindwurm? Ja. 05 R63.3. 05 R63.3. Das ist es nicht. 05 R63.3. Da ist es auch nicht. Nicht. Nope. Das ist auch nicht okay. 05R63.3. Okay, alles gut. Hier unten sind auch noch welche. Hab ich gesehen. Das sind die aber auch nicht. 05R63.3. Da. Wir müssen weiter viel lesen, Lindwurm. Es bleibt nicht aus, kleiner Hundor. So, Anweisung zur vorübergehenden Ingewahrsamnahme oder Unterbringung durch das übergeordnete Gericht des Staats Alaska. Betreffend der Angelegenheit fortführende Unterbringung von bla 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 Ronan. Minderjährige Person unter dem Alter von 18 Jahren. Anweisung zur Ingewahrsamnahme oder Unterbringung. Geburtsdatum 7.3.94, Anhörung vom 16.3.05. Aufgrund vorliegender Umstände, die die Unterstützung der ausstehenden Petitionen begünstigen oder aufgrund eines Verstoßes
oder einer Unterlassung der Minderjährigen in Bezug auf eine Bewährung Verhaltensauflagen. Das Gericht befindet bei überwiegender Beweislast, dass eine Ingewahrsamnahme oder Unterbringung außerhalb des Wohnsitzes eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten zum Schutze der Jugendlichen oder anderer Personen notwendig ist. Es wird somit angeordnet, dass die minderjährige Person der Obhut der Abteilung für Jugendstrafrecht, DJJ, zu dem Zweck einer Unterbringung in einer geschlossenen oder gesicherten Einrichtung wie dem Wohnzentrum Fireweed für verhaltensauffällige Jugendliche unterstellt wird. Es liegt im eigenen Ermessen der DJJ, die minderjährige Person ohne einen weiteren Gerichtsbeschluss zu entlassen. Weitere Anweisung. Das Obenstehende wird durch mündliche Erkenntnisse unterstützt, die zu Protokoll gegeben wurden und in den Unterlagen des Sachbearbeiters enthalten oder anderweitig wie unten aufgeführt sind. Anweisung zur Ingewahrsamnahme oder Unterbringung. Datum des Inkrafttretens 18.03.05. Gerichtsvorsitzender A. Benjamin. Richterin Erica Wright. Ich bestätige die Übermittlung einer Kopie dieser Anweisung an DJJ, Jugendliche, Anwalt, Elternteil, Erziehungsberechtigte, Einrichtung zur Unterbringung der Ingewahrsamnahme, Sachbearbeiter Curtis Davis. So, muss ich mir noch mehr Akten angucken? Holla die Waldfee, ich muss mir wirklich noch mehr Akten angucken. Ja. Ja, oh no, ich weiß. Nein! Vorsicht! Sollen wir mal nach Tessa Vecchi gucken, Kinder der Ronins? Da gibt's noch was! Zack! Spitalentlassungspapiere, Einverständniserklärung. Das ist die 05R68 MISC. 05R68 MISC. Die steht irgendwo da hinten. Die habe ich schon gesehen. Ah, die könnte es auch sein. 05R68 MISC. 05R68 MISC. Ah, hier, guck dir die an. Ja, das siehst du auch. Mit MISC kenne ich mich aus. So, St. Meadow Klinik. Patientenname Ronan. Geboren 7.3.1993. Medizinisches Aktenzeichen. Ja, du kannst es auch nicht mehr abwarten hier, ne? Das ist ganz schön spannend gerade. Honor, auch du bist dabei. So. Diagnose Gehirnerschütterung, Beschreibung der Symptome, Druckgefühl im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Krankenhausentlassung. Ich, Patientenname oder Erziehungsberechtigte Tessa Wecki, entlasse St. Meadow Clinic hiermit aus der Haftung bezüglich der Entlassung des Patienten entsprechend dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen und verstanden, Unterschrift des Patienten Krankenhausstempel. Ja, ich weiß, du willst auch mitspielen, du willst auch als Control-Pad. Ich weiß, aber das geht nicht immer. Das geht nicht immer. Das ist hier nicht Super Mario oder Donkey Kong, wo du mitzocken kannst. Ich weiß. Ich weiß nur. Honor. Ja, boah, Gott, ey. Du hast auch gerade gegessen, ne? Das rieche ich. Junge, komm. Ich muss hier noch weiter suchen, oder? Alter Falter, wie viele Akten, um Himmels Willen, wie viele Akten sind das? Hast du eine Ahnung? Wie viel kann man hier noch lesen? Und wie lang kann man sich hier noch heimlich drin aufhalten? Das ist ja unmöglich. It mentioned child services. Search for that. Jugendamt. Zack. Kinder der Ronins. Wow, noch was. Ein Jugendamt-Fax gibt's in 0501.com. 0501.com. Was für ein spaßiges Spiel. Ja, ich weiß. 0501.com. 0501.com, da. Ne, das ist sie nicht, die hatten wir schon. 0501.com. Jetzt habe ich wieder Probleme. Bin ich dran vorbeigelaufen? 0501.com, da. Ich bin dran vorbeigelaufen. Okay, here it is. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Du musst ein bisschen weiter nach rechts hingehen, sonst kann ich nichts mehr sehen. Unbelievable. Ali. Tessa called fucking social services. So, hör auf, hier die Sachen zu berühren. So, Faxinformation Jugendamt. Edward Brown betreff eidesstattliche Aussage Familie Ronan. Zustellung erfolgreich. Aha. Das war jetzt alles an diesem Fax? Ernsthaft jetzt? I need to get moving. Muss mich beeilen. Was muss ich denn noch rausfinden?
Ja, zu spät. Okay. Sorry, Tyler, I couldn't stop him. He's coming your way. Ja, ich weiß auch gar nicht, okay, ob das jetzt alles so mega notwendig war. Nein. We didn't mean to. Auf die Maus. You're a goddamn. Und Noah. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber der. Hey, der will spielen. Was ist los mit dir? Komm her. Ja, komm. Richtig hin. Komm. Come on. I said, don't fucking touch me. Go on. Ja. And consider yourselves lucky, your family. Warum willst du meine Hand haben? Nein, erstmal hier. You want to talk about family, Eddie? I guess family calls social services when you're having a hard time, Mensch. Huh? And then breaks the law to gloat that you're gonna lose your fucking kids. Nicht dich dahin. It's your fault she lost it, Eddie. You and Tessa and everyone else in this goddamn town. Fine. Okay. Fine, Hunor. Let's talk.